Ich schaffe bei der ARUT, weil ich möchte in einer Institution arbeiten, die unabhängig ist, die sich nicht nur medizinisch für Menschen einsetzt, sondern auch politisch und sozial. Grüezi, ich habe einen Termin beim Herrn Montagna. Wir behandeln Menschen mit problematischem Gebrauch von Substanzen, wie zum Beispiel Opioide, Alkohol, Kokain, Cannabis, Tabak oder Medikamente, aber auch nicht substanzgebundene Abhängigkeiten, wie zum Beispiel Online- und Spielsucht. Das heißt, ich habe vor allem Psychotherapie-Termine oder Behandlungstermine andererseits und dementsprechend auch die interdisziplinären Termine mit zum Beispiel die innere Medizin, Sozialarbeit, die alle damit zu tun haben, um diese Personen zu unterstützen. Ich würde den Austausch zwischen unterschiedlichen Abteilungen patientenzentriert, niederschwellig und zielorientiert beschreiben. Keiner von uns ist fehlerfrei, Therapeuten auch nicht. Grüezi, Herr Montagna. Bitte sehr. Dankeschön. Ich glaube, was ein guter Therapeut macht, ist die Offenheit, sich selber zu reflektieren und hinterfragen. Menschen mit problematischem Gebrauch leiden häufig an zusätzlichen psychischen Erkrankungen, wie zum Beispiel posttraumatische Belastungsstörung, ADS oder Angststörungen. Für die erfolgreiche Behandlung müssen diese zusätzlichen Erkrankungen auch behandelt werden. Dadurch entsteht aus psychiatrischer Sicht eine vielfältige, interessante Arbeit. Meine Zielsetzung bei der Behandlung von einer Abhängigkeitserkrankung kann unterschiedlich sein, weil das hängt davon ab, wo der Mensch ist, mit dem ich mich gerade befinde. Und dann je nachdem, was die Person möchte oder bereit ist, werden auch Ziele definiert. Ich würde sagen, Abstinenz ist nicht immer das Ziel, was man von Anfang an anstreben möchte.